Aha. Ah, doch. Doch, auf einmal. Natürlich. Ah, danke schön. Das ist doch ein recht interessantes Level irgendwie. Ach Mann! Natürlich, ein Schlüssel. Was ist oben links? Das Tor. Hier unten wäre dann bestimmt das Feuerteil drin gewesen, ne? Natürlich. Dann beenden wir das Level erstmal so. Oder? Kommt drauf an. Kann ich mir schon mal ein bisschen angucken. Die Plattformen sehen süß aus. Die hätten sie eigentlich öfter ins Spiel einbauen können. Ich war gerade ein bisschen erschrocken, ob ich das jetzt wirklich hätte machen dürfen. Nicht, dass ich in das Level nicht mehr reinkomme, aber ja. Aber das machen wir jetzt nochmal, damit wir den letzten Schatz kriegen. Weil dann darf ich nur nicht den Endboss besiegen und muss halt die, die letzten Münzchen noch kriegen. Das sieht mal sehr nach Endboss da oben aus. Was ist denn das hier für ein Level? 39 und 40 könnte dann der Endboss sein. Das heißt, nach diesem Level hier, wenn wir den Schatz haben, werde ich offscreen weitermachen. Den Endboss werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr heute besiegen, sondern bei der nächsten Aufnahmesession. Ja, aber wir machen erstmal vielleicht, denke ich mir, doch noch heute. Ja, komm, nimm's mal nochmal auf. Weil du nicht pennen kannst oder so, aber es kommt bei mir sehr selten vor, dass ich nicht pennen kann. Ich kann nicht immer pennen. Das möchte ich schon gerne haben. Ich weiß ja jetzt wenigstens, wo ich hin muss. Und das ist ja jetzt auch nicht so schwer. Ich darf mich halt nur nicht treffen lassen. Und wenn ich mich treffen lasse... Scheiße, ich kann das nicht kaputt machen. Jetzt erst recht nicht. Achso, der schießt dann ja nicht mehr.
da kommt hier noch mal was. Hier Probleme hat mit dem Laufen, ne? Wenn er sowas Schweres trägt. Muss ich den von Anfang an mitziehen. Komme ich denn jetzt zurück? Gehen wir erst in das Level, gehen wieder raus und dann ins andere, weil ich denke mal, dann ist der Checkpoint überschrieben. Hoffe ich einfach mal. Boah, ich will den nicht von da vorne bis nach da hinten hintragen. Das kann doch nicht sein. Aber es hat funktioniert. Muss vorsichtig sein. Vorsicht ist geboten. Nehmen wir aber mit, das Herzchen, was hier noch drin ist. Es ist doch kein Herzchen mehr drin gewesen. Schade. Weil wir kriegen nämlich gleich wieder ein Leben. In 8 Gegners oder einem Herz. Mal beim Herzen, ne? Ja. Zack! Da haben wir das Level Up. Level Up, genau. Das Herz bekommen. Dum, dum, dum. So ist, glaube ich, ganz gut so. Bloß nicht hochkommen da an den Stellen. Und jetzt bloß nicht absaufen. Machen wir doch einfach mal einen Checkpoint. So, dann wären wir jetzt auch schon wieder an der Stelle hier. So. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt zuerst hier nach unten rechts. Ah, okay. Ich hab schon gedacht, wir kommen da jetzt gar nicht mehr dran. Jetzt alles hier abfackeln. So. Nicht ganz hier runterfliegen. Ich möchte nicht, dass der alleine bleibt. Ich habe da irgendwie Schiss, dass der dann verschwindet. Ah, ist das eine Krone oder so ein... Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, keine Ahnung. Ah.
unser letzter Schatz. Gibt's jetzt irgendwas Spezielles? Nö. Freut sich nur. Gut, dann müssen wir jetzt nur hier das Level beenden. Wo müssen wir das überhaupt beenden? Wir machen es einfach mal. Und es regnet draußen. Also es nieselt, es regnet nicht. Da habe ich immer ein bisschen Schiss bei dem Sprung. Ja, jetzt regnet's. Batz. Sehr schön. Ich guck mal jetzt gleich in das Level da oben rein. Wir können ja wieder rausgehen. 2644. Einfach nur mal gucken. Kuss 40. Okay, das hört sich sehr nach dem letzten Level an. Von daher, ich werde mich jetzt informieren, wie viel Münzen ich brauche. Werde den ganzen Scheiß offline holen. Offline. Offscreen holen. Und wir sehen uns dann genau an dieser Stelle wieder. Tschüss. Thank you.